in eine finanzielle Notlage kommen, das kann man leider auch im Alter. Und es ist nicht immer ganz einfach, darüber zu reden. Zwei von ganz vielen Personen von ProSenectute sind aber heute hier, die einem das doch ziemlich erleichtern. Und zwar Susanne Hunziker, Sozialberaterin von ProSenectute, und Roger Schürch, Fachstellenleiter in Alten. Und die begleitet Seniorinnen und Senioren, beraten sie in eben Anliegen, wo es vielleicht schwieriger ist, darüber zu reden. Susanne Hunziker, und da gibt es eben zum Beispiel auch ein Thema Ergänzungsleistungen. Zuerst fangen wir ab vorne an. Wenn jetzt jemand zu euch kommt, Susanne Hunziker, kommen die wirklich zu euch oder geht ihr zu ihnen heim? Ja, es ist so, dass wir auch Hausbesuche machen. Wir haben ja ältere Leute, die vielleicht nicht mehr so mobil sind oder nicht so gute Anbindung haben an öffentlichen Verkehr. Dann machen wir auch Hausbesuche. Die meisten kommen aber zu uns auf die Fachstelle. Wir sind gut gelegen, zu Alten. Ja. Definitiv. Und eben, Ergänzungsleistungen ist angesprochen. Man kommt ja AHV-Renten über, wenn man ins Pensionsalter kommt. Was ist denn der Unterschied oder warum braucht es eine Ergänzungsleistung? Also Ergänzungsleistungen sind eine Unterstützung zur AHV-Rente oder auch zu einer IV-Rente. Und sie greifen dort, wo die minimalen Lebenskosten nicht gedeckt sind mit dem Einkommen. Also kann man es irgendwie zusammenfassen, der Unterschied, eben vielleicht auch gerade Pensionskasse, AHV und Ergänzungsleistungen? Ja, also die AHV-Rente ist ja Rente, die man jeden Monat überkommt. Pensionskasse dasselbe, außer es hat sich jemand Pensionskasse auszahlen lassen. Und die Ergänzungsleistung, die muss man individuell kalkulieren. Also die kommt es darauf an, wie viel Einkommen Vermögen hat jemand. Es ist auch anders finanziert. Also Ergänzungsleistungen sind über Steuereinnahmen finanziert. Wer hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen? Anspruch haben die Leute, die zu wenig Einkommen Vermögen haben im Vergleich zu den Ausgaben. Also man kann so Waagschalen nehmen. Auf der einen Seite haben wir die AHV-Rente, Pensionskassenrente, einen Anteil vom Vermögen. Und auf der anderen Seite haben wir die anerkannten Ausgaben. Also das heisst Krankenkasse, Grundversicherung, Mietzins und der Lebensbedarf. Und je nachdem hat dann jemand Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Es ist ja vielleicht so, dass man sich irgendwann mal ein Haus zu suchen hat und gleich im Alter wird es eng. Haben die, die ein Haus haben, auch Anspruch auf Ergänzungsleistung? Je nachdem. Es kommt darauf an, wie die Situation ist, die finanzielle Situation. Es ist das gleiche Prinzip. Also man schaut, wie viel Einkommen Vermögen hat jemand, wie viel Wert hat das Haus. Und auf der Ausgabenseite kann man dann auch Hypothekarzinsen und so weiter abziehen. Und je nachdem hat dann jemand Anspruch. Es gibt andere Abzüge, wenn man eine Liegenschaft hat, weder wenn man in einer Mietwohnung wohnt. Du hast es ein bisschen angesprochen, das Vermögen spielt eine Rolle. Ja. Gibt es da Vermögenslimiten? Ja, es gibt Vermögenslimiten. Also, ja, ab 1.1. von diesem Jahr ist es so, dass wenn jemand über 100'000 Franken Vermögen hat, also eine Einzelperson, dann kann sie noch keine Anmeldung, Anspruch auf Ergänzungsleistungen anmelden. Und bei 2 Personen, bei einem Ehepaar, sind das 200'000 Franken. Ja, man muss es einfach genau kalkulieren. Und wir haben auf der Homepage bei uns haben wir einen provisorischen Berechner von der Ergänzungsleistung. Dort können die Leute ein paar Zahlen eingeben und dann sieht man, habe ich Anspruch oder nicht. Und sonst wirklich bei uns melden. Dann haben wir vielleicht Kinder, Enkelkinder und sagt, ja, ich habe hier noch ein bisschen Geld und möchte natürlich das auch weitergeben oder als Haus schon den Kindern schenken. Wie sieht es in solchen Fällen aus? Ja, Schenkungen, da muss man immer vorsichtig sein. Also, es ist so, wenn jetzt jemand ein Haus verschenkt oder jetzt auf die Weihnachten grössere, sagen wir, den Enkel 50'000 Franken verschenkt und das nächste Jahr beispielsweise Ergänzungsleistungen muss beantragen, dann ist klar, dann muss die Ergänzungsleistung von Rechts wegen schauen. Ja, Moment, wir haben eine Schenkung gemacht, jetzt auf 2021 auf die Weihnachten. Dann wird das angerechnet, wie wenn man das Vermögen noch hätte. Also Vorsicht bei Schenkungen. Es ist so, ich bin Zivildienstleistender und nehme auch das Telefon ab bei ProSenectute. Und die Frage ist auch immer, wie finanziert man einen Heimaufenthalt? Könnt ihr das vielleicht gar noch ausführen, was da die richtige Antwort wäre? Ja, also Heimaufenthalt ist oft der Grund, dass man eine Ergänzungsleistung beantragen muss. Das sind natürlich die hohen Kosten, die generiert werden. Nehmen wir ein paar Müller, die er ins Altersheim muss, dann tut man wieder die Berechnung genau gleich machen mit dieser Waagschale. Die Ausgaben sind dann einfach viel höher für Herrn Müller, der ins Altersheim muss. Und dort tut man also die Krankenkasse wieder anrechnen, die Grundversicherung, die Heimtaxen und den persönlichen Bedarf im Altersheim.
Und je nachdem kommt er dann Ergänzungsleistungen über, wo im Altersheim ist. Die Frau, die heime vielleicht noch nicht. Da gibt es zwei Berechnungen. Also auch hier wieder uns fragen. Wir schauen es mit den Leuten genau anschauen. Heimaufenthalt ist das eine. Spitex, die zu einem heimkommt, ist das andere. Wie sieht es dort aus mit der Ergänzungsleistung? Man hat verschiedene Vorteile, wenn man Ergänzungsleistungen bezieht. Eins ist zum Beispiel, dass man Selbstbehalt von der Krankenkasse, Selbstbehalt und Franchise kann abrechnen und zurückerstattet bekommen. Und krankheits- und behinderungsbedingte Kosten. Das heisst eben zum Beispiel die Spitex-Rechnungen, die man einreichen kann. Oder auch unsere Hilfen zu Hause, die man abrechnen kann. Das ist ein grosser Vorteil. Ja. Und vom Abrechnen her kann man das auch im Nachhinein machen, also wenn man quasi die Rechnung schon gezahlt hat und es dann hinten raus knapp wird. Also jetzt wegen der Ergänzung hast du es zum Beantragen. Genau. Ja, also rückwirkend ist es so, wenn jemand ins Altersheim kommt, jetzt sagen wir 1. Dezember, und die Anmeldung ist dann erst vielleicht im Februar nächstes Jahr, weil es noch diverse Unterlagen braucht, dann greift die Ergänzungsleistung ab 1. Dezember im Heim. Wenn aber jetzt wieder ein paar Müller zum Beispiel noch die Heime wohnt und Ergänzungsleistungen braucht und anmeldet, dann greift es ab dem Datum, wo sie alle Unterlagen eingereicht haben. Mhm. Ja. Und wie häufig kommt das vor, dass Leute zu euch kommen, so sind wir uns sicher, mit diesem Thema? Wir haben relativ viele finanzielle Beratungen, sei es jetzt Ergänzungsleistungen oder auch Hilflosenentschädigungen, die beantragt werden. Unsere Beratungen sind sehr breit gefächert. Es geht um alle Themen rund ums Alter. Und wir beraten auch Angehörige beraten mit allen Fragen, die sie kommen. Merci für Moses und Hunziker. Und ihr habt es gerade angesprochen, Ergänzungsleistung ist das eine, Hilflosenentschädigung das andere. Roger Schürch, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ihr habt jetzt gehört bei den Ergänzungsleistungen, dass das Einkommen und das Vermögen eine Rolle spielt. Bei der Hilflosenentschädigung ist das kein Kriterium. Also eine Hilflosenentschädigung ist ein finanzieller Beitrag an Pflege- und Betreuungskosten, die dauernd durch eine Drittperson geleistet werden. Das sind so ein bisschen grobe Infos. Wer hat aber konkret Anspruch? Also wer oder welche Personen? Also Anspruch haben Leute, die in der Schweiz leben. Also wenn man jetzt im Ausland lebt, hat man keinen Anspruch. Leute, die eine AHV-Rente beziehen oder Ergänzungsleistungen. Plus natürlich eben, wenn der Bedarf nachgewiesen ist für Hilfe in den alltäglichen Lebensverrichtungen. Gibt es noch andere Kriterien, die zum Zug kommen? Ja, die Kriterien sind eben wirklich die alltäglichen Lebensverrichtungen, wenn ich dort Hilfe und Pflege brauche. Jetzt habe ich das zwei, drei Mal schon erwähnt mit den alltäglichen Lebensverrichtungen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, was heisst das genau? Also da gibt es sechs so Bereiche. Das eine ist das Aufstehen, Absitzen, Ablegen. Das andere ist Essen, Körperpflege, persönliche Überwachung oder Kontakt von Pflege von Kontakt, Körperpflege und Toilettengang. Wenn man sich informieren oder eben auch anmelden für so etwas, klar, sind die beide Ansprechpersonen. Aber konkret, für die, die jetzt zuschauen, wo muss man sich melden? Also, ihr dürft euch gerne bei uns bei Prosenektuten melden. Unsere Fachstelle ist Jurastrasse 20. Wir haben Öffnungszeiten, am Morgen ist immer jemand vor Ort. Wir sind aber auch natürlich telefonisch erreichbar, per Mail erreichbar. Also ungeniert melden. Das Angebot gilt für AHV-Rentnerinnen und AHV-Rentner plus die Angehörigen von diesen Leuten. Du möchtest noch ein bisschen ins Detail gehen. Ja. Wie hoch kann so eine hilflose Entschädigung sein? Es gibt drei Stufen von diesen hilflosen Entschädigungen. Die leichte Stufe, dort redet man von Franken 239. Dann gibt es die mittlere Stufe, 598 Franken im Monat. Und die schwere Stufe, 956 Franken im Monat. Und die gleiche Frage, wie vorhin auch noch einmal. Ja. Wie sieht es hier aus mit rückwirkend beantragen? Also rückwirkend beantragen kann man das. Also es ist so bei der hilflosen Entschädigung, dass man Minimum 365 Tage schon auf dauernde Hilfe angewiesen sein muss. Und wenn man das ist, ab dem 366. Tag, dann kann man noch 12 Monate wird nachher noch rückwirkend auszahlt. Und brauchst du eine ärztliche Bestätigung? Das braucht eine ärztliche Bestätigung, aber die
holt nachher die Stelle ein, wo man die Anmeldung einreicht. Und das ist die Invalidenversicherung. Im Gegensatz zur Ergänzungsleistung, wo man sich ja bei der AHV anmeldet, tut man sich bei der Hilflosenentschädigung bei der Invalidenversicherung vom Kanton, also vom Mondkanton. Für die Leute zur Autoumgebung wäre das natürlich Kanton Solothurn. Was ratet ihr den Personen, die vielleicht eben Hemmungen haben, um so etwas zu beantragen? Vielleicht auch gerade in beiden Fällen. Melden bei uns. Ja, auf jeden Fall, der Aufruf. Oder? Also wir sind wirklich, unser Motto ist, es gibt keine dumme Frage, meldet euch bei uns. Wir probieren wirklich, auf alle Anliegen einzugehen. Und ich bin jetzt vielleicht noch jünger, habe noch Grosseltern, also könnt ihr mich zum Beispiel auch melden? Oder wie sieht das aus? Ja, die dürfen euch auf jeden Fall melden. Eben das Angebot steht auch für Leute, die eben noch nicht im AHV-Alter sind, also für Angehörige von Leuten, die im AHV-Alter sind, die dürfen sich bei uns melden. Sei jetzt das Schwester, Sohn, Enkel, Bekannte, Verwandte. Frau Schürch, Susanne Hunziker, merci vielmals. Ich habe noch abschliessend eine Frage an euch beide. Ich starte mit Susanne Hunziker. Gibt es ein liebstes oder ein liebstes Beratungsthema? Es ist so, dass ich alle Beratungen sehr gerne mache. Also bei uns steht immer der alte Mensch im Zentrum. Von dem her, ich mache alle Beratungen wirklich sehr gerne. Wenn ich etwas rauspicken müsste, ich habe gerne so ein bisschen komplexe Familiensysteme. Also das finde ich wahnsinnig spannend, wie man dort mit Lösungen miteinander arbeitet und Ressourcen kann aktivieren kann. Ja, ich kann mich eigentlich dem anschliessen. Also bei uns steht wirklich der Mensch im Zentrum. Was ich immer auch sehr schätze, ist, wenn ich zum Beispiel mal einen Hausbesuch machen kann, eine Beratung vor Ort, dann sehe ich auch, wie die Leute leben, wie ist ihr Umfeld. Und habe auch den Eindruck, für die Leute ist dann manchmal auch die Hemmschwelle viel kleiner. Also darum auch der Aufruf, also wir machen auch Hausbesuche, ihr dürft euch gerne bei uns melden. Ja, dass wir das so können, miteinander anschauen können, was sie für Anliegen und Probleme haben. Also unbedingt melden und merci für die Ausführungen zu der Ergänzungsleistung und der Hilflosenentschädigung. Danke vielmals. Danke. Merci.